Hallo Männer, ich bin hier wieder ein bisschen am Basteln. Naja, ich glaube, wir müssen uns hier mal was angucken. Nein, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Das Kabel abgegangen. Oh, nö. Oder was habe ich jetzt gemacht? Scheiße. Huch. Der Stecker war nicht richtig drin. So. Und zwar habe ich hier eine LED an dem Luxmeter und habe das Stromquelle hier sind 16,2 Volt und hier habe ich 37,35 Milliampere. Und wenn ich habe die Lampe, habe ich mir die Werte mal aufgeschrieben, was die bei wie viel Lux, was die da am Labornetzteil braucht mit diesem Multimeter. Und ich habe jetzt mal 105 Lux bei den Einstellungen, die ich jetzt habe. Und gemessen hatte ich am Labornetzteil 23 Milliampere bei 9,8 Volt. Sind 0,22 Watt. Ihr seht es nicht ganz, die Helligkeit und so, ist ja egal. Auf jeden Fall hängt diese LED jetzt an diesem Frequenzgenerator, an dem Ringkern und dem Transistor. Die LED hängt auch noch mit dran, die zieht aber nicht wirklich viel, die lassen wir jetzt einfach mal weg. Also die ist Plus, die gibt es noch kostenlos oben drauf. Und zwar, wenn wir jetzt mal rechnen, wir haben 37 Milliampere, 37,35, um genau zu sein. So, und jetzt ist ja so, der Frequenzgenerator verbraucht ja, allein schon das Display braucht einfach Strom. Ne? Wenn ich jetzt hier den Frequenzgenerator von der Schaltung abmache, also hier, dass dann auch die Lichter alle ausgehen, dann zieht dieser 30 Milliampere. Also müssen wir ja die 30 Milliampere abziehen. So, dann haben wir 7, also was jetzt noch übrig bleibt, damit die Lampe leuchten kann, sind 7 3 Milliampere. So, dann muss man durch 1000 und dann mal die 16,2. Dann sind wir bei 0,11 oder 0,12 Watt. Das ist ungefähr der Hälfte, ne? Und da läuft ja die LED noch. Wir könnten jetzt mal eins testen noch. Das habe ich selber noch nicht getestet, dass wir jetzt die mal abmachen und mal gucken, was dann passiert. Ich weiß es nicht. Okay, lol. Es bleibt bei 37 Milliampere. Die ist aber heller geworden, oder? Das gucken wir jetzt noch mal schnell. Ja, da habe ich jetzt keinen Luxmeter dran. Ja, definitiv, ne? Ja, aber das ist ja schon lustig, Stecker. Guckt euch das mal an. Warte mal, ich mach mal. Ja, ich kann jetzt das Licht nicht. Ah, warte doch. Ihr habt das Ossi-Signal. Wir sind auf 5 Volt pro Kästchen. Ja. 362 Kilohertz, sagt das Ossi. Und wir haben 361 eingestellt. Also ich denke, das ist in Ordnung. Jetzt zeigt es 62. Naja, schwankt ein bisschen. Na, ist auch ein China-Ding. Vielen Dank, vielen lieben Dank nochmal an Achim für das Sponsoring damals. Hatte ein bisschen gedauert, bis ich endlich jetzt mal dazugekommen bin. Aber ja, das ist schon krass, ne? Ach so, ja, ich will das Licht mal ausmachen. Machen wir das Licht aus. Geht nämlich mein Ausziehen mit aus. So, ne, also die Lampe, die macht jetzt, die lasse ich ja mal außen. Ui, die flackert aber hier auf der Kamera. Das ist Ui, was ist mit meiner Kamera? Oh nein! Och nö! Okay, die ist eh optional, ne? Mir geht es ja um die hier, um die 100 Lux. Ich würde sagen, damit ihr das hier auch nachvollziehen könnt, klemm ich jetzt oder wir jetzt zusammen mal das alles ab und testen dann noch mal die LED am Labornetzteil. Wir können ja auch mal probieren, die LED abzumachen. Mal gucken, was dann passiert.
Ich schon mal, was ist denn das jetzt? Nee, wir machen mal die Seite ab. Also die ist gegen Plus, die also darf man ja nicht machen gegen Plus, ne? Vielleicht ist es so scheiße, mal gucken. Macht nicht wirklich irgendwas. Achso, das Luxmeter habe ich nicht geguckt. Guck mal nochmal, 107 haben wir, wenn ich es wegmache. 105? Das wird sogar dunkler, die LED hier hinten. Weil die leuchtet ja nicht mehr dahin, ne? 105? Ne, Quatsch, 115. Und so ist 107. Ah, okay, also die schluckt ein bisschen. Scheiße, das habe ich Ostsee halt schon aus. Ne? Das Ostsee habe ich halt auch noch dran. Mal gucken, ob das noch was ausmacht. Das ziehen wir noch ab. Nö, das scheint jetzt nicht. Bleiben wir bei den 37. Und jetzt gucken wir noch mal, was macht der Verbrauch. 37,3, wenn ich abmache. 37,29,28. Dafür aber müheller. Nochmal die LED. Weiß ich jetzt auch noch nicht, ne? Ich muss mal dann mal die Ostsee mal hier überall ranmachen. Ich bin jetzt echt gerade, habe ich gerade aufgebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die abmachen kann. Nicht, dass der Transistor dann durch den Puls hier kaputt geht oder ob der komplett mit hinten drauf geht. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, der geht dann komplett mit hinten drauf. Ne? So, jetzt machen wir hier wieder ab. Ne? Seht ihr ja, geht aus alles. Und wir sind bei den 30 Milliampere, was das Ding einfach zieht, ne? Wartet, hier sind die zwei Ausgänge, sind abgeklemmt, ne? Kann jetzt nicht verbrauchen. 30 Milliampere, ja moin. So, und jetzt tun wir mal die Lampe abmachen. Das Messgerät Luxmeter lassen wir so. Jetzt muss ich bloß kurz überlegen, dass ich keinen Mist mache. Genau, wir machen jetzt hier den Minus ab vom Dings, da seht ihr, dann ist 0 und ja, Minus an die LED und was hatte ich gesagt, 9,8 Volt ungefähr, oh, jetzt wäre ich beinahe mit 16 Volt drauf oder so, das wäre doch schlecht gewesen, so 9,83, ja, mein Gott, ne, also da wollen wir uns jetzt nicht, so, und dann müssen wir hier noch an den Plus, zack, jetzt geht's nicht. Ah, hier habe ich einen Wackler. So, jetzt haben wir hier 80. Warum nur 80? Okay, wir sind da erst bei. Ich hatte hier aufgeschrieben 23 mA. Dann muss ich hier mit der Spannung noch ein bisschen hoch. So, auf die 23 oder ungefähr. Habe ich das nicht richtig aufgeschrieben oder was? Das spinnt ja mein Labornetzteil gerade ein bisschen. Naja. Naja, ein bisschen mehr müssten wir, ne? Das ist aber echt nicht mehr so. Naja, komm, 22,9, oder? Glaubt ihr mir's? 95, naja. Na, ich hatte es. Aber komisch. Achso, ich habe nur 9,8 aufgeschrieben. Das ist 9,84 oder so. Ich muss noch ein Mühe. So 23 fallend, warum ist das fallend, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ja, ich hoffe, ihr glaubt mir. Mensch, jetzt bleibt doch mal hier. Vielleicht waren sie 23,4 oder so. Also guck, bei 24 sind wir schon über, ne? Also ich denke, das passt. Das schwankt ganz schön, ne? Das ist wahrscheinlich das Netz oder so. Oder das scheiß Potti raucht langsam ab. Naja, ist ja egal. Für jeden Fall, ihr seht noch mal die Werte. 24 und 9, sogar 9,9. Ja gut, ist ein bisschen mehr, ne? Können wir jetzt ja auch noch mal eintippen. 24, ja. Jetzt fällt es auch wieder, ne? Ah, guck mal, jetzt haben wir die 100. 23,8. Jetzt steigt es wieder ein bisschen. Jetzt haben wir die 100. Jetzt ist 24. Ich nehme jetzt mal 24, ne? Ihr seht, es schwankt hier ein bisschen. Und wir haben 9,88. Wen? Na, egal. Ne?
Also erstmal durch 1000, weil das sind Milliampere, dass wir auf Ampere kommen. Und Ampere mal Spannung sind ja wohl bekannt. Also diese 9,88. Und da sind wir bei 0,23 Watt. Gut. Also wenn wir den Frequenzgenerator abziehen, kann ich es doppelt so effektiv leuchten lassen. Ne? Also es geht auch mit anderen LEDs, das hat jetzt nichts mit der LED zu tun oder so. Das hat eher was mit der Schaltung zu tun. Gut. Ja. Das war es im Endeffekt schon. Jetzt ist halt das Problem, ne, wenn ich jetzt hier gerade bei den kleinen Mengen, da braucht halt der scheiß Dings hier, da braucht er mehr als im Endeffekt die Schaltung dann. Ne? Das ist ja übelst krass. Ja, das heißt, ich muss das, was ich jetzt hier hingekriegt habe, will ich ohne PWM machen, sondern selbst getriggert. Ne? Ich habe schon eine Wicklung drauf gemacht. Also die ist zu messen hier und hier haben wir noch 2 Wicklungen frei. Nee, Quatsch, eine. Ach nee, na, ist egal, das krieg ich auf jeden Fall hin. Dass ich das so richtig als Joule-Div laufen lasse, weil das hier ist, naja, mal gucken. Vielleicht mal gucken, ob ich es hinkriege. Wenn nicht, so ist es so geil. Ich werde auch noch ein paar Tests dazu machen. Nicht, dass ich irgendwie noch einen Messfehler oder bla, ne, ich weiß es ja auch nicht, aber das scheint schon so hinzuhauen, weil so habe ich es mir gedacht, habe es jetzt gebaut und es scheint zu funktionieren. Ne? Wie gesagt, ich muss mal noch ein paar Messungen machen und dann mal gucken. Ne? Krasser Scheiß. Wäre doppelt so effizient, ne, die LED. Cool. Jetzt machen wir mal zur Sicherheit. Ich habe jetzt den Ausgang habe ich abgeklemmt vom Frequenzgenerator. Ne, hier sind die 2 Kabel. Und an dem Frequenzgenerator ist Plus- und Minusversorgung. Hier ist Minus. Ja, das kann ich jetzt so gar nicht abmachen. Doch, ich mache es einfach hier ab. Dass wir mal den Frequenzgenerator am Dings haben, ohne irgendwas anderes dran. Ne? Hier sind jetzt die ganzen Kabel, das löse ich jetzt mal auf. Dass ihr das mal seht. So. Wahrscheinlich geht es dann wieder nicht mehr, weil ich nur zampe. Ne? So, jetzt haben wir hier nur das dran. Ne? 30,3. Also es ist wirklich, das Ding verbraucht einfach so viel, wenn es angeschaltet ist. Gut, wollte ich noch nachdenken, hätte ja sein können, dass ich hier irgendwie noch was bisschen habe.